Hallo und herzlich willkommen zurück zu Poke MMO mit mir, dem Sallyville und dem Zinni und natürlich auch die Niki. Hallöchen. Einen zinniastischen guten Tag. Ich sollte auch mir angewöhnen, die Frau als erstes zu erwähnen. Ja, aber echt, ey. Ihr Rüpel. Ich bin so unhöflich. Ja, dann gehen wir mal noch ein bisschen leveln, würde ich sagen. Ja. Sie fragt mich, ich habe immer ja noch meine Freundin, die immer noch da ist. Sie hat mich gerade gefragt, ob ich ein Fahrrad haben möchte. Ja, wollt ihr mitkommen dahin? Ich will auch ein Fahrrad. Frage, ob wir beide auch ein Fahrrad kriegen. Ja, ich glaube schon, dass sie mir den Weg zeigt dahin. Aber sie muss das überhaupt kaufen. Ja, vielleicht möchte sie, ich weiß nicht, vielleicht möchte sie mir Geld geben oder so. Ja, wir kommen mal mit, dann wissen wir wenigstens, wo es ist. Jo. Oh, jetzt bin ich schon wieder im Kampf. Wo bist du gerade, Niki? Also ich bin unten, aber eigentlich gibt's doch das Fahrrad oben, oder nicht? In Azuria City gibt's das Fahrrad. Und wo ist Azuria? Nach oben geht's ja woanders hin, ne? Ja, jetzt kommen wir zuerst nach Marmoria City, dann müssen wir durch den Mondberg, dann sind wir in Azuria City. Und da gibt's dann ein Fahrrad. Ja, aber... Der absolute Verrat. Ach ja, stimmt, fällt mir gerade auf. Ich rendere, ich nehme auf und ich streame und mein Computer läuft. Oh, ist das toll. Okay. Ach, da ist ja die Alfmann-Con. Fragt sie doch, ob sie auch euer Freund sein möchte. Und verfolgt sie mich vielleicht nicht nur. Ich stelle dir einfach eine Anfrage. Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Nein. Sie sieht mir ein bisschen suspekt aus. Wie wegen ihrer Haarfarbe kommen. Sie hat lila, du hast blau. Passt doch perfekt zusammen. Ich stelle dir einfach jetzt eine Anfrage. Ah, diesem Kampf. Ich spring mal auf sie. Jetzt. Jetzt ist sie wieder im Kampf. Dun, 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 dun. Ah, sieht doch schön aus, wie die zwei so nebeneinander stehen. Oh, ich bin auch wieder in den Kampf drin und danach, glaube ich, sollten wir vielleicht mal rein. Mhm. Ein wildes Ratzfatz ist erschienen. Ja, will zwei. Zinni ist nur schüchtern, sagt mir drüber. Achso, einmal als Info für das Let's Play, was wir ja gerade aufnehmen, ich stream ja nebenbei auch. Also wundert euch nicht, wenn ich irgendeine Antwort gebe auf irgendeine Frage. Aber ich werde sie, glaube ich, einmal vorlesen. Ne, so, hallo und so? Ja, klar, was, klar, wo, klar. Ja, okay, gut, klar, gut. Klar. Ja, ja, hm. Ich hab irgendwie doch mehr Hunger auf Pizza. Oh, ich bin gleich da, ich mach schnell Licht an, ich sitze hier im Dunkeln. Da ist ein Ball! Was haben wir denn gefunden? Ich muss gegen Pikachu kämpfen, mit Pikachu! Verdammt, ein männliches Pikachu, da kann ich doch männlich und weiblich fangen, oder? Du kannst, ich glaube, du kannst später auch, wenn du, ich weiß nicht, ob das jetzt hier gewesen ist, wenn du zwei hast, einmal männlich und einmal weiblich, und du gibst dir dann so ein Ehepaar, machen die ein Baby. Ja, okay. Dann kriegst du ein Pichu. Richtig geil. Ein Pichu gibt's dann. Mhm. Ich leihe mir dann mal dein männliches Pokémon aus für mein Pikachu. Ich würde mir dann von irgendjemandem ein weibliches ausleihen. Ah ja, du hast ja männliches, wir können die auch tauschen. Oder halt so. Ja. Bitte sei nicht vergiftet, Pikachu. Doch, mein Pikachu ist vergiftet. Na. Ja. Nein. Möchtest du mit mir kämpfen? Oh, ein Ausrufezeichen. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Oh, was nochmal? Ich muss kurz mein Pikachu heilen. Nein. Oh, nur wird Kämpfer. Käfersammler, okay. Oh, mein Name ist Pikachu. Ich glaube, ich werde das gleich erstmal heilen. Es gibt ja auch so Vergiftung, also Entgiftungstränke. Gegengifte gibt's ja. Ja, danke. Mhm. Entgiftung. Läuft bei mir. Es gibt Gegengift, das hilft nur gegen Gift. Es gibt aber auch Top-Genesung, das hilft gegen Gift, Verbrennung, Eis, Paralyse, bla bla bla. Plus füllt ihr Leben auf und Hyperheiler ändert nur deine ganze Statusveränderung. Wie Verbrennung, Gift und bla bla bla. Glückmann da, erreicht Level 12. Das war scheiße. Bist gestorben? Nein. Ich weiß es nicht, soll ich nochmal zurückgehen? Ich auf den...
Vielleicht ja, damit ich meinen Pikachu heilen kann, einmal. Ja, aber dein Pikachu verliert auch Leben durchs Laufen, ne? Wenn er vergiftet ist. Ja, ja. Ein weiteres Hornio. Deine Freundin schreibt, Nikitron, please come here. Okay, werden wir mal zu ihr. Die ist hier vor dem Eingang in den Wald. Ich glaube, sie weiß gar nicht, dass ich im Wald bin, ne? Glaub nicht. Jetzt läuft sie runter Richtung Stadt. Oh Gott, noch ein Pokémon. Oh Gott, das ist jetzt ein Safkon. Verwandeln sich diese Dinger nicht in Schmetterlinge? Safkon entwickelt sich zu Smetbo, also zu dem Schmetterling, und Kokuna zu Bibo, also zu der Biene. Wer verwandelt sich zu der Biene? Kokuna. Kokuna, okay. Und das andere ist, glaube ich, kein Schmetterling, sondern eher ein, so erinnert mich eher an eine Motte. Jetzt hab ich's. Fuck. Ja, es halt zu Smetbo, ich sage immer Schmetterling dazu. Nein, lauf! Nein, sie hat mich gesehen! Nein, sie kommt mir hinterher! Nein! Was? Meine Freundin, sie hat mich entdeckt. Ich weiß gerade voll nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde die ganze Zeit gestalkt von ihr. Pass auf, und jetzt wartet sie wahrscheinlich jeden Tag immer und guckt, oh mein Gott, kommt nie ein Ton online. Ah, sie ist online. Ach, nicht schlimm. So. Okay. Ich komme wieder in den Wald. Ich bin doch da! Wie traurig sie ist. Hey du, hast auch Pokémon? Lass uns kämpfen. Let's fight. Point. Oh, mal schnell. Oh, lol, ein Kampf. Ja. Hallo, Taubsi. Wo bist du denn hin? Bei mir hat sich, glaube ich, das Spiel gerade aufgehängt. Ehrlich? Nein, doch nicht. Du bist im Kampf. Noch nicht. Hat sich nicht aufgehängt. Meine Katze schmeißt gleich den einen Karton irgendwie von der Fensterbank. Mein Pikachu ist vergiftet. Irgendwie eine Fliege oder so hat. Hey, ich hab das auf Instagram gesehen, deine Katze sah ja voll creepy aus. Ja, auf dem Katzenbaum. Ja, genau. Mio, hör auf damit. Der Käfersammler will gegen mich kämpfen. Ja. Miau. Entschuldigung. Den fight ich auch gerade. Wir warten mal auf meine Freundin. Nicht, dass sie die ganze Zeit Niki ruft. Da ist sie doch. Oh, komm ich gleich mit nach oben. Ihr wart beim Käfersammler oben rechts, ne? Ja. Okay. Ich bin doch bei dem ersten Käfersammler. Beim zweiten. Aber ich muss gleich meinen Pikachu heilen. Das ist vergiftet. Oh, also ich habe jetzt 152 Dollar habe ich jetzt. Hast du dir was gekauft? Nö, ich hab doch verloren gehabt. Ach so, klar. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Unannehmlichkeiten, die meine Katze macht. Ja, lauf zu miauen. Also du bist jetzt hier beim ersten. Ich mach mal so. Pikachu Level 7, yippie. Ein weiterer Käfersammler, ein Pokémon-Trainer, stiehlt nicht so einfach was. Ich glaube, ich habe falsch gelesen. Stiehlt nicht einfach so davon. Ich glaube, läuft nicht einfach so davon. Oh je. Oh Mann, ey, richtig geil. Cat Content Warning. Mein Pikachu ist auch Level 7, also 7,5. Deine Freundin wartet immer noch vorm Wald. Ehrlich? Bist du da gerade hingelaufen? Ich bin gerade vorbeigelaufen. Was? Die schreibt gerade. Nikitron. Oh nein. Schreib mal mit ihr, wir sind nach oben auf dem Weg. Jo, mach ich. Gegengift gefunden. Das hört sich gut an. Boah, wo hast du ein Gegengift gefunden? Hier oben direkt. Oh, da muss ich hin. Mein Pikachu. Ja. Ah, genau, es wird durch Gift verletzt. Das Problem hatte ich auch. Noch ein weiteres von Leo. Oh Gott.
Ich schreibe ihm mal schnell, ne? Ja, mach das mal. Sei mal so lieb. Ich sag, jetzt ist er weg. Du sagst, ja. Ich wollte gerade schreiben, dann war sie weg. Ist komplett raus, oder wie? Die war auf einmal weg. Mhm. Ich habe sie aber nicht als Freundin, ich weiß nicht, ob sie jetzt online... Ach, da ist sie, die ist im Wald. Heimtückisch, dass die... Naja, einfach so verschwindet, ne? Ja. Die habe ich bestimmt gesucht und gewartet. Toll, Mikitron ist on the way to... Oh, ich erlerne Metallklaue. Ja, bitte. Rock... Heuler. Zu Rocco. Yes. Glumman hat Heuler vergessen und erlernt Metallklaue. Mein Glumman hat auch Heuler vergessen für Metallklaue. Ich habe Rauchwolke vergessen für Metallklaue. So, ich werde jetzt nochmal nach unten gehen und meine Pokémon einmal, also mein Pikachu beziehungsweise heilen. Dann wirst du deiner Freundin entgegenlaufen. So. Und lass uns nach unten. Zini, du bist noch im Wald? Ja, ich bin oben weitergegangen. Okay. Ich bin Level 14 schon mit Klammern. Ne? 14? Level 13. Ich auch, Level 13 und Pikachu Level 7. Ja, das hab ich auch. Ich will gerne Pikachu vorher einmal Level 10 kriegen und dann mache ich mit Klammern da weiter. Ich hatte gerade einen Fahrradfahrer, der hatte irgendwie so coole Flügel auf dem Rücken. Mhm. Richtig cool. Ja, wahrscheinlich ist es hier, dass du dann noch lauter Sachen kaufen kannst gegen Echtgeld und so. Das glaube ich auch. Ja, die müssen sich ja irgendwie finanzieren, ne? Ja. Ja. Da ist noch ein Sammler. Na, kommt sie wieder raus? Nö. Achso, lol, jetzt bin ich wieder reingelaufen und sie gerade auch wieder raus. Ja, jetzt ist sie wieder reingelaufen. Okay, das ist so geil. Mein Pikachu ist gleich Level 8. Wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall, glaube ich, kann das noch ewig dauern, bevor wir da überhaupt durchkommen, wenn wir die ganze Zeit... Aber es muss. Also ich habe gelernt, wenn man wirklich einfach nur so durchrusht, ohne jetzt die Pokémon oder so zu leveln, jetzt habe ich es, schafft man später die Arena-Leiter gar nicht mehr. Also mit Glumanda mit Metallklaue hast du gegen den ersten Arena-Leiter super Chancen. Metallklaue ist das sehr effektiv gegen die Pokémon. Okay. Dings und halt Pikachu sollte bis nach Azuria City gut trainiert sein, weil die setzt Wasser Pokémon ein. Okay. Wenn du das sagst. Und zwar ein Sterndu und ein Starmie werden von ihr eingesetzt. Ach ja, stimmt. Ah, hier ist Gegengift. Bitte? Gegengift habe ich gefunden. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr weiter nach rechts oder nach links? Ich bin rechts und dann hoch. Ja. Und hier gibt es doch auch irgendwie so Bälle oder so noch, ne? So, also im ganzen Wald versteckt. Ja, deine Freundin verfolgt dich. Ja, ich habe sie mal mitgenommen. Ein Trank. Kann ich schon mit dem Trank... Eine Herausforderung, Käfersammler Emil. Hallo, Emil. Pikachu heilen und dann kann ich Pikachu wieder hochsetzen. Donnerschock. Komm schon, Pikachu, mach das Raubi kaputt. Aber bist du jetzt auch schon da oben? Ja. Zini, wo bist du überhaupt? Pikachu ist tot. Ich bin immer weiter hoch. Oh, okay. Mein Pikachu ist von uns gegangen. Nein. Da. Mein Pikachu ist jetzt Level 8. Meins war kurz vor 9. Ach du. Da. Wieder ein weiteres Raupi wird in den Kampf geschickt. Ist auch Level 8. Einerseits ist es ja wirklich irgendwie nur langweilig, wenn man jetzt sagt, okay, man macht die ganze Zeit halt nur eine Attacke. Aber die anderen bringen irgendwie halt einfach nichts. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja. So schade dran.
Das stimmt. Ein Volltreffer. Nein, mein Pikachu. Käfer, sag mal, Rudolf heißt der. Rudolf? Mhm. Bin glaube auch gleich. Bin glaube auch gleich bei dir, Zinni. Oh Mann, 90 Punkte. Yay! Ich verdiene richtig Geld, Mensch. Riecht cool. Naja, dann trainiere ich halt so lange meinen Glumanda weiter, bis ich in der nächsten Stadt bin. Und dann gehe ich mit Pikachu weiter. Weil ich wollte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit jetzt immer wieder nach Hause laufen oder so zurücklaufen. Ja, das ist auch irgendwann ein bisschen nervig. Ja, das stimmt. Mit Turbo-Träder oder mit dem Fahrrad ist ja was anderes. Ja, da kann man ja wirklich die ganze Zeit von A nach B laufen. So, ich bin jetzt hier in bei dem Haus. Ja, ich bin auch gleich da. Ich muss noch ein... Also ich bin gerade neben dem Haus. Bei dem Trainer. Achte auf Bischof Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. So, hier oben ist noch der Käfersammler, gegen den ich kämpfen werde. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Alter, wie redest du denn gerade? Man kann die Entwicklung des Pokémon stoppen. Okay. Frischt man sie ab, dann bleibt das Pokémon, wie es ist. Aber das ist ja jetzt langweilig. Jetzt musst du aber jeden anderen, den du kennenlernst oder jeden anderen, den du triffst, musst du ja jetzt mit deiner Stimme reden, ne? Ja, dann wird's schwierig. So viel habe ich nicht drauf. Ich bin in der Stadt. Ich bin auch gleich da. Ich kämpfe erstmal noch hier gegen den. Wie viel Geld habt ihr? Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber 560. Der Arena-Leiter von Maronia City versteht sein Geschäft. So, ich bin jetzt Anfang 14 mit hier Glumanda. Ich bin kurz vor 15 mit Glumanda. Yay, Käfersammler Hilma. Oh nein, ich habe verloren. Was gibt's hier? So, gehen wir mal geradeaus durch. Nein, 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 nein. Ah, ein Pokémon. Und es ist... Oh, okay. Manche hätte ein Kanin. Kratzer? Oh mein Gott, warum setze ich Kratzer gegen einen Raupi? Hornio ein. Ja, okay, gut. Wir haben es trotzdem geschafft. So, ich bin jetzt in der Stadt. Ja, ich bin in dem Haus. Oh, ein Pokéball oder so? Mal gucken. Ich habe einen weiteren Trank gefunden. Was hast du hier? Yay! Sieht so aus. Psst. Weißt du was ich hier mache? Nö. Versprühe Schutz. Hey, warte, Pokémon, warum die Eile? Garten fernzuhalten. Okay. Mir aus. Vom Käfersammler Rudolf. Hallo Rudolf. Ach, du hast ja nur Hornio. Ach, da ist die Zinni. Ja, ich bin jetzt kurz davor. High five. Was? Glut, und dann müsstest du jetzt eigentlich bitte tot sein? Ja, sehr schön. Sollen wir ins Museum gehen, Zinni? Bist du Trainer? Roku ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Folge mir. Oh. 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 Ich lauf gerade auch hinterher. Ah, der bringt uns so zur Arena. Was seid denn ihr so schnell? Ich laufe hier so alleine durch die Gegend. Übrigens, müssen wir gleich die Folge beenden. Okay. Okay. Okay, also hier müssen wir jetzt nicht direkt... Nee, müssen wir nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt direkt kämpfen. Ja, so. Ja, denken wir, dass wir in der nächsten Folge den ersten Orden holen, oder? Können wir gerne. Wartet machen. Aber auf mich. Ja, wir warten dann. Wir warten auf dich, ja. Was ja nett. Alles klar, gut, dann ja, würde ich sagen, wir verabschieden uns mal. Ja. Ja. Gut, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst uns allen mal vielleicht ein Däumchen oder so da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und dann, ja, verabschieden wir uns und ich sag schon mal tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Einen schönen Abend.